Aber ist da eigentlich, ich finde das eigentlich total nervig. Mimmersdorf. Wir sollten in den Uckermark fahren, Cookie. Die Filme, wo Leute im Dschungel sind und dann plötzlich wilde Tiere irgendwelche Geräusche machen und sie so völlig verängstigt gucken und wissen, okay, gleich sind sie fällig. So fühle ich mich gerade. Krass, wie tief es da runter geht. Ist hier in dem Loch wohl war. Hier in dem Wald waren zu Nazi-Zeiten wohl Flakstellungen und sowas. Das erklärt so die Überreste, die man hier so oft sieht und findet. Also Betonüberreste und dieses Loch hier zum Beispiel und so. Und mich würde mir interessieren, ob es irgendwie Aufzeichnungen darüber gibt, was hier genau war und wie es aussah und so. Würde ich mal sehr interessant finden. Geht wieder? Stehst du mitten in so einem unheimlichen Wald hier. Achtest auf jedes Geräusch, weil du nicht vom Förster erwischt wirst, weil du nicht irgendwelchen Idioten begegnen willst, weil du nicht irgendwelche Tiere aufschrecken willst. Dann macht der Hund, fängt an zu spielen, fängt an zu kaksen hinter dir, dass dir jedes Geräusch durch Mark und Bein geht. Oh. Sechs, sieben, acht, zehn Reifen hier. Aber der Ort ist irgendwie ganz cool. Worauf ich überhaupt keinen Bock habe, ist hier, um diese Rotte Wildschweine hochzujagen. Und das sieht schon ganz danach aus, als wenn das ein sehr beliebter Ort für Wildschweine ist hier. Und wir sind überall Drecksuhlen, Modderlöcher, wo die Wildschweine gerade hier drin baden. Das müsste die Stelle sein, wo wir vorhin runtergeguckt haben. Ihr könntet bestimmt coole kleine Mini-Animations-Tierfilme drehen. Guck mal da, in dem Baum da, Häuschen, da. Eine schöne Brücke davor. Und was ist das? Boah. Was ist das? Pilz? Pilzbefall, ne? Krass aus. Da hat ein Jäger seinen Hochstand, ja. Und hier sind sie in der Falle. Ja, ein schönes Plätzchen, ne? Perfekt für so einen Jäger. Da ist der Hochstand. Ist ein bisschen tiefer gelegen. Steht da hinten. Jetzt sagen wir, das war mal ein Jagdstand. Aber für Nachschub wurde gesorgt. Ist echt ein bisschen creepy. Da möchte ich nicht durchgehen. Das ist dunkel wie der Nacht da drin.
Ich finde sowas faszinierend. Ich könnte tagelang nur durch den Wald stiefeln und Tierfilme drehen, Naturfilme drehen. Echt geil. Da unten war es ein bisschen dunkler, hier ist hier ein bisschen heller. Aber hier unter sowas, da hatten die Wildschweine im Schlaf am Tag. Und der Wald hier rechts von mir, der ist optimal dafür, weil er so schön dunkel ist. Hier. Ist auf jeden Fall bearbeitet worden. Es lohnt sich auf alle Fälle, langsam und mit offenen Ohren und Augen durch die Welt zu gehen. Besonders wenn man in so Wäldern unterwegs ist. Sieht erstmal alles sehr unscheinbar aus. Aber wenn man mal ranzoomt, könnt ihr es vielleicht erkennen. Den grünen Streifen da, oberhalb von meinem Finger jetzt. Könnte ein Baumstamm sein, könnte auch was anderes sein. Sieht jedenfalls ein wenig merkwürdig aus. Seht ihr? Richtig erkannt. Ein Sockel. Ahnung für was oder was hier mal war, aber interessant. Sieht irgendwie sehr glatt aus. Was sind Metallreste? Könnte irgendwas Militärisches gewesen sein oder ein Denkmal oder Mahnmal, wer weiß. Ist auch immer ganz gut, einen Hund dabei zu haben, der hört Dinge vorher. Wenn der Hund plötzlich stehen bleibt und die Ohren spitzt, dann ist es sinnvoll, auch mal stehen zu bleiben und ruhig zu sein, aber eben war nichts zu hören. Ja, sie ist noch aufmerksam. Also Vorsicht. Aber wie gesagt, es lohnt sich, langsam durch die Welt zu gehen mit offenen Augen und Ohren. Und das Hobby Fotografie, Videografie, ja, wie soll ich sagen, hilft einem. Man nimmt Details plötzlich wahr, achtet auf Kleinigkeiten und Dinge, an die man früher definitiv vorbeigewandert wäre, nimmt man plötzlich wahr. Ganz, ja, automatisch sozusagen. Man achtet mehr auf die Kleinigkeiten. Das ist, ich glaube, das kann jeder bestätigen, der mal mit Fotografie angefangen hat. Ja, spätestens jetzt sollten Stammzuschauer wieder wissen, wo wir sind. Warte, nehmen wir mal losziehen. Die hat sich ausgegangen. Bei mir vor der Tür. Jetzt sieht man da Verkehrskontrolle aus. Aber schön, dass sie hier irgendwo einen Bürgersteig stellen. Los, hoch jetzt. Das ist ein T-Shirt, was ich gerade anhatte. Pinschnass. Komplett durchgeschwitzt hier. Für 4 Grad wird es dann doch ganz schön warm und immer Jacke. Oh, Musik aus. Ja, was soll ich sagen? Es ist jetzt 0.13 Uhr. Und ich habe seit dem Gassi gehen nichts mehr aufgenommen, weil ich irgendwie den ganzen Tag am Rechner gesessen habe und nicht so viel gearbeitet habe, wie ich eigentlich wollte, aber doch irgendwie immer was getan habe. So, bevor ich lange rumlaber, das war's für heute. Ich glaube, ich habe heute Vormittag beim Gassigehen eigentlich genug erzählt und gezeigt, dass ich zufrieden sein könnte. So, ich habe ja keine Vorgabe, dass ich hier irgendwie 5 Minuten aufnehmen muss, sondern muss nur selbst mit dem Aufgenommenen zufrieden sein. Und ich glaube, das kann ich, wenn ich es geschnitten habe. Naja, wie auch immer. Das war's also für heute. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Und ja, man muss überlegen, okay, wo stelle ich die Kamera hin, wenn ich jetzt hier reinkomme? Kann ich die Kamera stehen lassen, wenn ich jetzt hier weggehe? Wie lange habe ich Zeit, bevor der nächste Passant kommt und mir die Kamera vielleicht klauen könnte? Denkt dran, Daumen hoch und liken und kommentieren. Über Kommentare freue ich mich viel mehr als übers Liken, aber liken ist natürlich auch gut. Oh, wisst ihr eigentlich, ich finde das eigentlich total nervig. Das muss ich jetzt noch sagen. Also ich finde das total nervig bei anderen Kanälen, bei Kanälen, die ich abonniert habe, wenn am Ende immer stundenlang erzählt wird, hier Daumen hoch und kommentieren und ich finde das echt nervig, aber es ist traurig, dass man es machen muss, damit ihr das überhaupt macht. Also man hat das Gefühl, das wird nur gemacht, wenn man es explizit erwähnt, dass da unten so ein Daumen ist, den man anklicken kann, damit Daumen hoch zeigt, oder so ein Kommentarfeld ist, dass man kommentieren kann. Da ist ein bisschen, bekommt man aber keinen Daumen hoch und keine Kommentare und denkt man, oh, ja, warum eigentlich? Naja, wie auch immer, aber tschüss.